Freunde der günstigen Alternativen, erwachet. Ich habe wieder die Neuigkeiten für euch mit günstigen Alternativen zu teilweise wirklich unverschämt teuren Produkten. Ich zeige euch heute 1, 2, 3, 4 verschiedene Produkte, die ihr kennen solltet, wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt. Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zufällig haben sich einige Produkte hier auf meinem Tisch gesammelt, wo ich mir dachte, die kommen uns doch sehr bekannt vor und ich möchte euch ein paar günstige Alternativen zeigen. Produkte, die auch teilweise eins davon zumindest zufällig, weil ich das nicht wusste. Günstige Alternativen zu teuren Produkten sind, manche sind wirklich fast ein 1:1 Volltreffer, andere eher so ein 2:1. Aber wenn man es auf der Haut hat, siehst du da keinen Unterschied mehr. Und wir starten auch direkt mit dem Neuesten. Ihr kennt sie mit Sicherheit alle, die Invisible Cover Foundation von Catrice. Findet ihr derzeit in jeder Rossmann-Filiale mit den ersten Farben und sollte dann auch in den nächsten Tagen auftauchen in mehreren Farben. Online findet ihr, glaube ich, 40 davon. Gute Foundation, mir persönlich ein bisschen zu matt am Anfang, wird im Laufe des Tages aber besser. Und ich habe das Ganze gestern zufälligerweise herausgefunden, dass sie mir doch schon sehr ähnlich mit der Armani Luminous Silk ist, die ja eigentlich luminous sein soll, aber eigentlich ist sie auch ganz schön matt. Und aufgetragen siehst du nicht mehr wirklich vielen Unterschied. Die Deckkraft ist sehr, sehr ähnlich. Die Langlebigkeit fast identisch und auch die Farbrange ist sehr, sehr ähnlich. Ihr habt beide Foundations, die sehr leicht auf der Haut sind, die Haut so ein bisschen ausgleichen, je nachdem, wie ihr sie vor allen Dingen auch auftragt. Ich bin ja im Moment ein Fan davon, so ein bisschen weniger Foundation zu benutzen. Gut, hier habe ich es heute vielleicht nicht ganz so gut geschafft, aber das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Die Catrice Foundation kostet einfach 6,99 €. Das ist ein super, super Preis. Die von Armani, ich glaube 36, 46, also deutlich, deutlich höher. Ich finde, an so einigen Situationen merkt man den Unterschied. Natürlich ist die Armani Foundation vom Packaging her ein bisschen luxuriöser. Sie fühlt sich ein bisschen schwerer an. Ich vermute, es liegt aber einzig und allein vom Feeling her an diesem gefrosteten Glas. Ich weiß nicht warum. Ich finde, gefrostetes Glas fühlt sich immer ein bisschen hochwertiger an als durchsichtiges Glas. Das ist jetzt aber wirklich meckern auf hohem Niveau. Also bitte, ne, das ist völlig egal. Auf der Haut sehr, sehr wenigen Unterschied, gerade wenn man einfach regulär seine Make-up-Routine weitermacht. Beide Foundations von der Textur her, ich swatche euch einfach mal. Catrice und Armani sind farblich, sind die sich sogar bei mir sehr ähnlich. Bei der Armani die 4,5 und bei der Catrice die 42C. Ein bisschen gut, die eine ist ein bisschen gelber, die andere ist ein bisschen pinker, aber vom Feeling her sind die sich schon sehr ähnlich. Die Catrice ist ein Stückchen dicker, würde ich sagen, aber am Ende des Tages, siehst du das? Weiß ich jetzt nicht. Würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Also wenn ihr euch für die Armani Foundation vielleicht mal interessiert habt oder ihr einfach mal schauen wollt, ob man da vielleicht noch mal ein bisschen Geld sparen kann. Ich mag die gerne von Armani mittlerweile, muss ich sagen. Das hat sich die letzten Jahre ein bisschen geändert, weil ich mittlerweile einfach anders mein Make-up mache. Die Armani Foundation ist keine Foundation, um ein Full-Coverage-Ergebnis zu erzielen, sondern um so ein bisschen, um sie sehr dünn in sehr leichten Schichten aufzubauen, was ich ja eh mittlerweile in eigentlich mit allen Foundations mache. Sehr, 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 sehr gut. Wir kommen auch gleich nochmal zu Armani zurück. Eine Sache, die mir wirklich zufällig aufgefallen ist, wirklich gerade eben, weil ich mich gerade fertig gemacht habe, war meine Face-Palette, die Essentials-Palette, die sieht jetzt auch schon echt durchgerockt aus, ne? Der Blush-Ton, den liebe ich sehr, ist ein sehr schöner, sehr schimmriger Ton. Hat eher so einen Highlighter-Charakter. Ne? Auf der anderen Seite habe ich einen von MAC gefunden, der ähnlich ist, vom Finish her zumindest. Die Farbe ist ein bisschen anders. Fairly Precious Extra Dimension Blush. Das ist auch so ein Highlighter-Ton. Der ist ein bisschen orangiger, aber vom Schimmer her würde ich fast sagen, kein Unterschied. Je nachdem, ob ihr eher ein bisschen pinker oder eher ein bisschen orangener haben wolltet, könnt ihr da mal vorbeischauen. Sind beide sehr, sehr gute Produkte. Natürlich, MAC ist eher so ein bisschen Profi-Level, muss man dazu sagen. Aber am Ende des Tages, für uns, die ja Make-up eigentlich nur zum Spaß machen oder für den Alltag, siehst du da wenig Unterschiede. Es ist ein Blushleiter, ne? Also ich würde nicht sagen, dass das ein Blush-Blush ist, sondern es ist eher so ein Blushleiter. Ich trage den total gerne auch auf den Augen. Ist mir gerade eben nur zufällig aufgefallen. Wollte ich jetzt aber auch eigentlich gar nicht, so groß thematisieren. Aber apropos Highlighter, beziehungsweise Blush. Ihr kennt doch mit Sicherheit alle das Ding hier von Charlotte, ne? Das haben wir ja jetzt mittlerweile in Hülle und Fülle durchgealternativiert. Wie sagt man das heutzutage? Gutes Produkt. Ich hasse den Schwämmchen-Applikator, deswegen habe ich ihn abgemacht. Ist ein sehr, sehr schöner, schimmernder Ton. Wenn ihr
die Textur und das Ergebnis auf der Haut mögt, dieses leicht feuchte, leicht glänzende, dann habe ich noch eine gute Alternative für euch aus der Drogerie. Ganz kurz dazu. Das hier ist eher ein bisschen schimmernder, sieht auf der Haut aber auch ein bisschen schwieriger aus, wenn du sehr starke Textur hast. Und jetzt hat Revolution, da bin ich ja nicht mehr so der größte Fan von einigen Produkten, aber das hier, sehr, sehr spannend. Rosy Pink mit Squalan, Hyaluronsäure und Grapeseed Oil. Grapeseed ist Traubenkernöl. Ist eher so ein bisschen Skincare-infused mit Farbe. Spannende Textur. Erstmal habt ihr hier 23 Milliliter mit drin, wohingegen ihr hier 12 habt. Also fast doppelt. Das wirkt eigentlich gar nicht so, ne? Aber es ist schon so. Dann habt ihr hier so einen sehr präzisen Applikator, den ihr sehr, sehr gut rausdrücken könnt. Und erstmal sieht man gar nicht, dass es ähnlich ist. Aber ich habe euch das ja einmal hier eingeblendet. Auf beiden Seiten ähnliches Gefühl. Das ist so ein leicht wässriger Look ohne diesen extrem großen Schimmer. Ein Hauch Schimmer siehst du. Ein Hauch. Aber nicht zu viel. Nicht so glitzernd wie der von Charlotte. Nicht so glänzend wie der von Charlotte. Aber doch schon sehr ähnlich. Ne? Charlotte ist ein bisschen glänzender. Von der Farbe her sind die sich aber sehr, sehr ähnlich. Also wenn du den von Charlotte magst, der dir aber vielleicht ein bisschen schon wieder zu highlighterig ist, probier den mal von Revolution. Der ist natürlich einfach deutlich, deutlich günstiger. Und ich finde, der sitzt auf der Haut ganz toll, weil der von der Textur her sehr leicht ist. Diese leichten Serum-infusten Produkte, also Produkte, die eher Richtung Skincare, die Basis Skincare ist und dann Farbe hinzugefügt wurde, funktionieren meistens ein bisschen besser auf trockener, texturierterer Haut, weil sie so ein bisschen die Foundation, die ihr drunter habt, vielleicht einfärben und nicht noch eine weitere Schicht mit drauf geben. Mal kurz meine Hände hier sauber machen, das sieht ja hier mittlerweile aus. Auch hier ähnlich, nicht gleich, aber inspiriert. Und jetzt passt auf, mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, dieses Ding hier von Armani. Habe ich neulich erst mir angeschaut. Die 8,8S ist das, der Eye Tint. Was für eine wunderschöne Farbe. Schaut es euch an auf den Augen. Das ist so ein Holo-Grau mit ein bisschen Lila, ein bisschen Pink, um einfach so einen Glow mit auf die Augen zu geben. Ich liebe diese Eye Tints von Armani wirklich. Also Armani Beauty mittlerweile eine Marke aus dem High-End-Bereich, die ich sehr, sehr gerne benutze, weil die liefert halt ab und die ist nicht so verkleidet. Ne? Es gibt ja viele High-End-Make-up-Brands, die sehr extravagant mittlerweile geworden sind. Armani ist einfach erwachsen, ist eher so das, was mir ganz gut gefällt. Unglaublich schöne Farbe, ne? Sehr, sehr reduziert. So ein leichter grauer Ton auf den Augen, der so ein bisschen reflektiert, aber nicht zu doll ist. Ich glaube, ihr könnt es an meinen Augen erkennen. Ich weiß nicht mal mehr, auf welcher Seite ich welche Farbe aufgetragen habe. Das ist so ein Hauch. Ein bisschen rosa. Ihr könnt da, das würde bestimmt auch gut aussehen. Ich liebe diese Palette. Ist übrigens bald vorbei, die Zeit, ne? Also wenn ihr noch was haben wollt oder Backups haben wollt, dann solltet ihr euch sputen. Einfach so ein bisschen das Lid definieren und dann diesen Eye Tint drüber. Und ich habe ihn euch neulich gezeigt und ich wusste nicht mehr, in welche Alternative das war. Würdest du es nicht wissen? Du würdest es nicht wissen. Essence Eye Tint Liquid Eyeshadow in der Farbe Glazed Candy Cloud. Habe ich euch vor 2 Wochen vielleicht erst gezeigt. Ganz, 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 ganz toll. Welcher ist jetzt welche Farbe? Das hier ist jetzt Essence, das andere ist Armani. Wo? Wo ist der Unterschied? Du siehst, also, ich glaube, das ist die krasseste Alternative, die wir jemals hier auf dem Kanal hatten. Zufall. Gestern saß ich hier, war bei einer Armani digitalen Masterclass und habe das gesehen, dachte mir, boom. Das ist es. Das ist es. Versteht mich nicht falsch. Tolle Qualität, tolles Feeling. Es bröckelt nicht ganz so stark wie der von Essence. Ne? Das ist immer so ein bisschen das Problem bei diesen glitzernden Liquid Eyeshadows, dass die irgendwann bröckeln, wenn ihr zu viel aufgetragen habt. Aber come on. Also da kannst du nichts mehr sagen. Da kannst du nicht mal sagen, ja, aber die Farbe von XY gefällt mir besser. Wirklich farblich sehr, 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 sehr ähnlich. Ich sag nichts, außer dass ich sage, dass es das gibt. Das hat mich selber Tatsache so ein bisschen überrascht, dass das so, so ähnliche Produkte sind. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar andere Alternativen in der Drogerie gefunden. Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Es war jetzt eher ein kurzes Video. Ich hatte noch überlegt, ob ich das hier mit reinnehme, aber ich habe mich dann jetzt eben spontan doch dagegen entschieden. Wir nehmen es mal nochmal mit rein. Also wir kennen ja das hier von Charlotte, das Setting Spray, eins meiner Liebsten. Und ich würde sagen, dass meins aus der Galaxy-Kollektion ein sehr ähnliches Produkt war. Gibt's aber nicht mehr. So, jetzt hat Isana dieses Anti-Ox-Spray rausgebracht, was aber eher Skincare ist und natürlich nicht mit dem Make-up zusammenarbeitet. Es hinterlässt
nur das Finish wie das von Charlotte Tilbury. Auf der anderen Seite gibt es ja jetzt dann auch bei Rossmann das Power Grip Spray von Elf. Es hat zwei Phasen, das musst du wirklich schütteln. Dann verbinden die sich. Sprühnebel. Unglaublich schön. Sehr weich, sehr gleichmäßig. So, dass du fast nicht merkst, dass du was im Gesicht hast. Mittlerweile eins meiner liebsten Fixing Sprays überhaupt geworden. Und natürlich auch aus der Drogerie. Tolles, tolles Spray benutze ich, ja, also eigentlich jedes Mal, wenn ich mich schminke, ne? Da habe ich schon lange nicht mehr zugegriffen. Könnt ihr euch gerne beide mal anschauen. Ich würde euch das empfehlen. Also, sehr, ich weiß, die sind sehr, 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 sehr teuer von Charlotte. Ich würde sagen, es tut mir immer so leid bei Charlotte, ne? Dass Charlotte halt immer so die Marke ist, die gerne günstige Alternativen oder wozu günstige Alternativen gesucht werden. Aber wenn ihr wirklich die Möglichkeit habt, ein Produkt von Charlotte auszuwählen, dann bleibt bei dem Hollywood Flawless Filter. Der ist sehr, sehr gut. Oder geht zu den Lippenstiften oder geht vielleicht diese Hollywood-Palette ganz, ganz toll. Oder auch das hier, aber so gerade bei so Produkten, die schnell im Verbrauch sind, würde ich zu den günstigen Alternativen gehen. Diese Palette, ich weiß nicht, wie lange ich sie schon habe, du kriegst sie nicht leer und ich benutze sie wirklich regelmäßig. Packt nochmal einen Zehner drauf, kauft euch die, anstatt diese alltäglichen Produkte zu kaufen. Da kommt ihr einfach mit eurem Geld viel, viel weiter. Ich bin gespannt, ob ihr vielleicht noch andere Produkte gefunden habt, die inspiriert aus der Drogerie wurden. Schreibt sie mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns hier ganz bald wieder. Passt auf euch auf.